Hi Leute und willkommen zurück zu Part 4 von Enshrouded Souls of the Frozen Frontiers. Wir sind im letzten Part ja hier bei diesem großen Drachenskelett stehen geblieben und genau da werden wir natürlich jetzt auch weitermachen. Bevor wir jetzt aber dorthin gehen, gucken wir uns jetzt nochmal um. Ich glaube, hier war die Höhle des Zyklopen und hier hinten habe ich aber auch noch Sachen gesehen. Und bevor wir da hingehen, würde ich die natürlich gerne erkunden. Hier zum Beispiel so ein Steg mit dem kleinen Boot. Okay, das ist jetzt nicht so spektakulär. Hallo? Das Eis ist schon eine witzige Sache. Aber ich glaube, da hinten könnte auch noch irgendwie was Höhlenmäßiges sein. Deswegen würde ich da gerne noch hinschauen. Zumindest sitzt da so ein gemeiner Vogel rum. Gehst du bitte rauf? Ich habe auch die Giftkussdolche ausgerüstet, die ich im letzten Part gefunden habe. Und deswegen... Hey, flieg doch nicht weg. Hallo? Wieso fliegt er weg, der Schisskopf? Hallo, komm runter. Er traut sich einfach nicht. Na los, komm her. Blöde Schmettekake. Gleich haben wir ihn. Komm doch her. So. Was hat denn der dabei? Nix. Lol. Okay. Naja gut, der hat uns nichts gebracht. Und sonst war jetzt hier auch nichts. Gucken wir weiter. Da unten haben wir, glaube ich, wieder Kohle. Ist hier irgendwas? Nö. Hier ist wieder so ein Vogelnest. Und hier sind überall diese kleinen Bötchen. Hier ist auch wieder eins. Was gibt's denn da sonst noch Feines? Boot und Steg. Jetzt renne ich wieder genau in die andere Richtung. Aber hier könnte halt so viel sein. Das ist immer gemein. Nee, ich glaube, hier ist nichts. Also weiter zum Steg. Wohin kommen wir denn, wenn wir in die Richtung laufen? Ja, gute Frage. Ah, man sieht ja sogar den Drachen hier auf der Karte. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Guck jetzt mal kurz dahinter und schau, ob da irgendwas Cooles noch ist. Wenn ja, dann zeige ich euch natürlich. Und wenn nicht, dann sehen wir uns gleich beim Drachen. Okay, wir haben eine Höhlenpassage gefunden. Und zwar hier. Ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem einfach mal durch. Bin ich gespannt, wo die uns hinführt. Wo mag sie uns wohl hinführen? Das ist jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Ich hoffe, dass hier nicht wieder so ein Riesenzyklop ist. Wobei, so schlimm war der jetzt auch nicht. Okay, wieder so eine Monsteralte. Ist hier irgendwas? Komm, schleich dich. Black Marmorsteinbruch. Okay. Kann ich hier Marmor abbauen? Ja, tatsächlich, hier kann ich Marmor abbauen. Ist ja geil. Sieht richtig cool aus. Schauen wir mal dahinter. Ach, das ist wieder so ein verspulter Gang. So ein verspultes Gangsystem, wo sich dann keiner mehr auskennt. Tausenden Spinnen. Okay. Hä, wo bin ich jetzt hier? Leute, ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Oder? I don't know. I don't know.
Hä? Hier ist auch eine Höhlenpassage. Jetzt bin ich hier hinten. Das ist mir nicht geheuer. Ich finde hier doch nie wieder raus. Oh Mann. Wartet mal, wo bin ich denn jetzt hergekommen? Von da, gell? Dann gehen wir doch jetzt hier wieder hin, wo ich den Dings gesehen habe. Den Ausgang. Aber zuvor habe ich hier eine goldene Truhe. Wirkwurzelaxt. Die sieht auch ziemlich geil aus. Die nehmen wir. Und dann, wo war der Weg? Leute, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, hier ist ein Ausgang. Ja, genau, hier ist ein Ausgang. Und wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Das hatten wir vorher noch nicht gesehen, ne? Ist auch krass. Und das hier ist alles rotes Marmorfragment. Hart. Was findet man hier so? Schwarzpulver. Amethyst. Ist da oben noch irgendwas? Ja. Lichtgeschmiedete Dolche. Sehr cool. Gehen wir halt hier weiter. Weiß nicht, ob ihr das hört, aber entweder ist es Wind. Oder es hört sich an wie ein Wasserfall. Aber ich glaube, Wasser gibt es gar nicht. Deswegen glaube ich eher Wind. Verdrehter Zauberstab. Also hier findet man echt ultra viele Sachen. Silbererz. Okay, wie komme ich denn jetzt hier runter? Ach, ich glaube, über die Brücke sind wir gegangen. Haben wir das dann hier gesehen? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Jetzt muss ich noch da hoch irgendwie. Nur von wo? Also hier kommt man auch hoch. Oh, das geht ja da unten noch weiter. Mann, man findet immer so viele Sachen. Ich wollte eigentlich mit euch das Skelettding da anschauen. Und dann wollte ich noch mit woanders mit euch hin. Und jetzt hier sowas. Und wir haben zwei Schwarzpulverkugeln. Die sind gut, die brauche ich. So, hier war jetzt nichts in den Kisten. Okay. Da sind noch Kisten. Aber da waren wir, glaube ich, schon. Ich will hier rüber. Aber. Ah, ich dachte, da wäre eine Kiste drauf. Ist aber nicht. Okay. Dann können wir ja theoretisch einmal hier runtersausen. Zu der Kiste. Ist das hier jetzt eigentlich auch Marmor? Ja, tatsächlich. Waren wir jetzt bei der Kiste da hinten schon? Weiß es nicht, Leute. Nee, waren wir nicht. Ja, perfekt. Dann einmal runter. Schneeflockenspalter. Das hört sich auch geil an. Hier ist ja eine ganze Menge zu holen. Das ist echt krass. Und da unten haben wir. Und hier unten haben wir noch ein Zelt. Oh, Silbererz und Obsidianpfeile. Mal, das möchte ich auch kaputt machen. Ewiger Kettenblitz bei Alchemist, weil ich Silberstaub gefunden habe.
Ist es deswegen? Das wollte ich nicht. Hier ist noch ein Zelt. Aber hier ist nichts Wichtiges, okay. Schauen wir mal. Das sind bloß so große Steine. Felsen. Hier haben wir auch Amethyst zum Abbauen. Okay, und hier ist ein Weg, der hier runter geht. Ich war aber hier schon mal, guck mal. Das finde ich krass. Ich gucke mir das jetzt kurz an, was mich da erwartet. Okay, also wenn ich dem Weg folge, dann komme ich hier ins Miasma. Aber Leute, aufs Miasma habe ich jetzt keine Lust. Jetzt muss ich nur kurz erstmal wieder hier raus und dann porten wir uns gleich wieder zum Drachen hin. Ich frage mich zwar, wo die Höhlenpassage dann endet. Also ist das der richtige Ausgang gewesen, den ich genommen habe? Oder war es nicht? Hallo, Herr Drache. Vielleicht fangen wir. Sollen wir von hier unten anfangen? Aber hier ist ja eigentlich nichts. Das heißt, wir fliegen mal hier hin und sind angekommen bei der Uni. Die Uni erinnert mich an WoW. Da gab es auch die Uni. So, hier haben wir erstmal was zum Reparieren. Hier liegt ganz viel Krimskrams rum. Und hier haben wir etwas zu lesen. Aber können wir hier irgendwas looten? Nö. Skelettentdeckungen. Als wir hier Unterschlupf vor dem Schneesturm fanden, waren wir einfach nur froh, Schutz zu haben. Die Felsvorsprünge links und rechts sahen durch den verschwommenen Wind wie Steinformationen aus. Erst jetzt wurde mir klar, dass wir nicht von Steinen, sondern von Rippen umgeben waren. Echte, riesige, gut erhaltene Rippen aus Elfenbein, die inmitten von 6 Gliedmaßen lagen. Wir haben beschlossen, uns niederzulassen und Proben zu nehmen, vor allem, weil Fran begeistert ist, das Skelett zu erforschen. Sie nennt es Oni, weil die Buchstaben wie ein geschwänztes Tier mit 6 Gliedmaßen aussahen, das sich zum Trinken vorbeugt. Sie grinst von einem Ort zum anderen, während sie den Staub von den Knochen abbürstet, aber ich kann sie kaum ansehen. Die Wunden in ihrem Gesicht sind noch frisch und ich fürchte, sie sind meine Schuld. Ich hätte ihr Gesicht genauso gut selbst entstellen können. Vielleicht kann ich Buße tun, wenn ich sie bleiben lasse. Lorraine. Das heißt, für mich irgendwie, wenn ich da jetzt hacke, dann bekomme ich Elfenbein. Das glaube ich aber nicht. Nein, fossilen Knochen. Gut, dann ist das nur ein bisschen blöd beschrieben. Okay, ja. Hallo Uni-Ausgrabungsstätte. Was hast du uns denn so zu bieten? Gut, also hier können wir auf jeden Fall drüber. Aber wozu? Ach so, für das. Okay. Schauen wir mal. Hier rüber. Hier runter. Da haben wir wieder ihn, aber eigentlich müsste er freundlich sein. Okay. Ah, hier geht's weiter. Ach, deshalb. Hier ist eine goldene Kiste. Frostschwinger-Axt. Perfekt. Dann haben wir, glaube ich, das Wichtigste von hier schon gefunden. Lasst uns mal hier runter nochmal düsen. Also da unten waren wir. Dann haben wir natürlich hier noch ein Zelt. Hier ist aber nichts weiter. Gehen wir weiter rauf. Da kommt noch was. Ich habe irgendwas gehört. Ach, so einen. Na los, komm her. Keine Angst. Aua. Der gibt uns wenigstens Fleisch.
Hier brennt noch ein Feuer. Ach, hier sind die Viecher. Okay. Oh mein Gott, der hat einen Flammenwerfer. So. Entflammbarer Glibber und gegrilltes fettes Fleisch. Und er hat nur Kohle dabei. Was für ein Lappen. Dafür haben sie mir hier eine Kiste hingestellt mit einem Gletscherwasserstab. Das ist sehr freundlich von euch, Jungs. Okay, was gibt's jetzt hier noch? Jetzt kann man hier... Kann man hier jetzt noch hochlaufen? Ja, hier ist so eine Art Weg. Wo geht's denn da hin? Da geht's auch weiter. Ich setze mir jetzt hier den Flammenaltar hin, Leute. Wisst ihr warum? Mir ist nämlich eingefallen, dass es einen zweiten Eingang gibt. Und der erste war ja hier oder hier, den wir genommen haben, um dorthin zu gelangen. Und der zweite ist hier. Und deswegen habe ich mir hier schon ein Zuhause hingesetzt. Und da machen wir jetzt mit den Quests erstmal weiter. Beziehungsweise stehen wir natürlich hier auch schon wieder vor einem Riesengebäude, was erkundet werden will. Also weiß ich nicht, ob wir es heute schaffen, bei der Quest anzukommen. Aber wichtig ist natürlich, dass wir Schritt für Schritt alles durchgehen. Und deswegen will ich das hier jetzt auch eigentlich nicht überspringen. Wir sind am kleinen Wachturm, der auch sehr schnuckelig ausschaut. Und hier, was haben wir da? Wachs. Genau, aber sonst, lasst uns mal gucken. Ist auch sehr zerstört, gell? Hä? Ach so, ich muss von der Seite hoch, alles klar. Oh, was können wir denn hier alles sammeln? Blut im Schnee. Ist das vielleicht ein Lied? Ja, ein Lied. Krass. Okay, cool. Dann haben wir jetzt auch die Quest aktualisiert mit den Notenblättern. Und haben hier wieder was zu lesen. Ein neues Kapitel beginnt. Neuer Tag, neues Ich. Meine Expedition auf Alba-Prachtgipfel läuft gut an. Die Luft auf dieser Seite der Berge ist erfrischend und ich kann ohne Lasten reisen. Nachdem ich meine Band und meine Laute zurückgelassen habe. Ich habe sogar diesen verlassenen Wachturm gefunden und ein paar alte Rüstungen und warme Unterwäsche ergattert. Damit bin ich für die bevorstehende Reise gut gerüstet. Und mit der Rüstung sehe ich aus wie ein Nordling. Ich werde mich wie ein verlorener Soldat verhalten, wenn mich eine Patrouille erwischt. So wird vielleicht kein Blut vergossen und ich überlebe einen weiteren Tag. Inspirierender Gedanke. Vielleicht nehme ich einen Stift und schreibe das auf. Ich bin zwar kein Songwriter mehr, aber alte Gewohnheiten lassen sich nicht ändern. Ach, der Arme, wir wissen genau, was mit ihm passiert ist. Da können wir auch noch hoch. Und hier haben wir auch wieder eine Kiste. Ziegenhammer. Lol. Ja, mehr gibt es jetzt aber hier auch nicht zu sehen, habe ich so das Gefühl. Wir können jetzt noch, hoppala, hier hingehen. Und hier schauen, aber ich glaube, hier ist auch nur so ein Aufgang. Deswegen, da hinten haben wir auch noch ein Haus. Das gucken wir uns natürlich auch an. Und da geht's in eine Höhle. So, das sieht eher aus wie ein Stall. Wie ein Schlafstall, um ehrlich zu sein. Ach, das ist mal so traurig, wenn alles so verlassen ist. Man ist irgendwie so der Einzige, der noch lebt. Mit seinen 5, 6, 7 Kumpanen da. Naja, was soll man machen? Wir haben jetzt noch 800 Meter. Bis wir eigentlich unser Ziel erreichen. Jetzt haben wir natürlich hier auch schon wieder eine Höhle, die wir erkunden müssen. Oh, Hilfe. Ich habe ganz vergessen, dass die mir ja eigentlich gar nichts tun. Weil ich ja eigentlich den Perk habe. Aber ich bin halt zu schnell gewesen und habe sie angegriffen. Okay, was habt ihr hier Schönes außer Knochen?
Nix, ne? Hat sich also nicht gelohnt. Macht aber nix. Überall reinschauen ist besser. Gut, was ist das für ein Ding? Einfach nur irgendeine Säule oder wie? Gut. Auch kein Thema. Da hinten ist auch noch mal eine Höhle. Jetzt gucken wir da auch hin. Plündern. Durchsuchen. Perfekt. Da schaut. Die tun mir nämlich eigentlich gar nichts. Hi, du Süßi. Weiter geht's. Hier haben wir einen Speicherpunkt und eine Weggabelung. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich glaube, ich will dahin. Das heißt, wir gehen nach oben. Oh, müssen wir da jetzt hin? Ja, da sind die nächsten Notenblätter, glaube ich. Und jetzt haben wir den Speicherpunkt freigeschaltet. What is this for a big thing? Ich nehme mal, glaube ich, den hier raus. Neuer Ort markiert. Elixierproduktionsstätte? Hier wird also Elixier produziert. Für was? Das sieht mir eigentlich auch wieder nach einem größeren Projekt aus, Leute. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den Part nicht an der Stelle beenden will. Ja, ich glaube, wir beenden den Part an der Stelle. Denn das hier zu erkunden, wird wahrscheinlich länger dauern. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann es mir gut vorstellen. Dann wünsche ich euch natürlich noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt Elixier, Gedöns, erkunden.